Ja, hallo ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf meinem Kanal zu einem neuen Testvideo. Denn ich teste heute für euch von Funny Frisch die Kesselchips in der Crosscut-Variante. Und zwar in der Sorte Spicy Barbecue So Style. Ich persönlich habe nämlich bislang noch nie Kesselchips gegessen. Und wollte sie daher unbedingt mal ausprobieren. Es gab sie auch noch in der Ranch-Style-Variante. Auch die wird hier auf dem Kanal noch getestet. Ja, und das Produkt habe ich im Lidl gekauft für 1,59 €. Ich würde sagen, wir starten direkt in die Großaufnahme. Ah, und hier können wir jetzt einmal sehr gut die Tüte betrachten. Ist wunderbar, sieht das aus, das lädt wirklich zum Essen ein. Also, ich bin schon ganz gespannt, wie das wird. So. Hier habt ihr einmal die Nährwerte. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne Pause drücken. Und hier ist die Zutatenliste. Versucht das mal schärfer zu stellen. So. Könnt ihr auch gerne Pause drücken. Und jetzt machen wir erstmal die Tüte auf. Boah, Leute, das duftet dermaßen nach Barbecue. Das ist der Wahnsinn. Okay. So, einmal einen Blick in die Tüte werfen. Na, wenn das nicht lecker ausschaut. Boah, die riechen extrem. Also, wenn sie so schmecken, wie sie riechen, kann das nur wunderbar sein. Ich nehme mal einen für euch raus. Und auch das Geribbelte, wirklich toll. Und die fühlen sich richtig kross an. Da bin ich echt gespannt. Und dann sage ich einfach mal auf zum Geschmackstest. Ja, in der Tüte sind übrigens 120 Gramm drin. Da ist 1,59 € natürlich ein kräftiger Preis. Aber wenn sie gut schmecken, sei das verziehen. Ich nehme jetzt noch mal eine Geruchsprobe, aber die riechen schon, ohne dass ich die Nase reinhalte. Wow. Also, die riechen extrem nach Barbecue. Das kann man sich echt fast wie beim Grillen vorstellen. Unglaublich. Und wenn die so schmecken, dann bin ich vollends begeistert und deshalb probieren wir die jetzt auch. Wow. Boah, die sind so kross, unglaublich. Die haben auch echt einen extrem guten Barbecue-Geschmack. Und der ist nicht so mitten ins Gesicht, sondern genau richtig für meine Verhältnisse. Wow. Die machen echt Spaß zu essen. Die haben eine richtig schöne, im Abgang süße Note. Das finde ich total genial. Allerdings steht ja drauf Spicy Barbecue Sauce Style. Also die Schärfe liegt vielleicht auf einer Skala von 1 bis 10 bei 2. Finde ich persönlich aber jetzt gar nicht schlimm, weil dadurch der Barbecue-Geschmack einfach total genial rauskommt. Also, wer Barbecue mag und wer besonders große Chips essen möchte, dem kann ich dieses Produkt hier wirklich nur empfehlen. Die schmecken wirklich toll. Mmh.
ein leichter Rauchgeschmack, eine ganz minimale Schärfe, wenn man jetzt mehrere gegessen hat, vielleicht so eine 3 von 10. Und eine tolle Süße im Abgang. Ich liebe sie. Die kriegen von mir glatte 10 von 10 Punkten und einen Daumen nach oben. Habt ihr die auch schon mal gegessen? Und wie haben sie euch geschmeckt? Genug Barbecue oder zu wenig? Ich denke, viele werden bestimmt sagen, es ist nicht genug, weil sie nicht super intensiv sind, aber gerade das finde ich total gut. Ja, schreibt es mir unbedingt mal in die Kommentare, wie ihr das Produkt findet. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ich würde mich darüber sehr freuen. Und vergesst nicht, den Daumen nach oben und das Abo dazulassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.